Was geht ab und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, ich bin absolut gehypt, dieses geile Gerät zu fahren. Also erstmal jetzt so aus der Perspektive werden wahrscheinlich alle denken, ey komm, ey Alter, die Schwalbe, bist du schon mal gefahren? Aber es ist Tata Schwalbe. Ich fahre neben dir, meine Perspektive wird jetzt schon verraten, was hier Phase ist. Genau, weil wer Datas Kanal verfolgt, der hat es ja schon gesehen, dass Data mit der Schwalbe einen richtig krassen Umbau gemacht hat. Also quasi, die geht richtig flach jetzt sozusagen. Ne? Also, und ich bin jetzt einfach mal gehypt und freue mich richtig drauf, die zu fahren. Achso, wir begrüßen erstmal Data. Ja, hi, hi, ich bin auch da und ich muss sagen, Alter, mir tropft gerade der Zahn. Ich sehe die jetzt zum ersten Mal rollen. Das ist immer. Stehen ist die eine Sache, aber ein Fahrzeug rollen zu sehen, Alter, sieht das fucking geil aus. Also ich muss jetzt erstmal sagen, also gut, Federn ist, Federn wird ja sowieso völlig überbewertet. Ja. Aber also vom Fahren her würde ich sagen, auf jeden Fall geil. Ne? Du merkst es eigentlich. Also ich würde eher noch sagen, die fährt sich jetzt noch geiler, wie sie sich vorher gefahren hat. Fährt sich, bin ich auch der Meinung, die fährt sich viel, viel besser. Weil ja, ne? Also, die Schwalbe ist sonst recht wackelig und die ist so richtig so, ja, so richtig stramm. Also die reagiert jetzt auf so leichte Lenkeimpulse schon richtig krass. Ja. Und ey, geil. Also ich würde meinen, wenn man es nicht ganz so tief macht, diese mittleren Stoßdämpfer, dann ist das definitiv auch eine Fahrverbesserung. Also oh, geil, aussehen tut es aber auch einfach. Junge, ey. Also ich sag mal so, du hast es natürlich so ein kleines bisschen übertrieben wieder, ne? Ich habe halt alles. Ich habe gedacht, entweder ganz oder gar nicht, weil ja, die Schwalbe ist eh nicht für einen Feldweg gedacht, also warum nicht? Genau, also Waldweg ist jetzt komplett Game Over, aber ich würde sagen, wir halten jetzt einfach mal da an, wo wir im S70 Video auch gestoppt haben, weil ich traue mich jetzt nicht herunterzufahren, nicht, dass wir hier aufsetzen. So, nee, also tatsächlich, also ich bin ja jetzt dahinter, das Schlimmste ist wirklich der Auspuff. Und der Rest ist eigentlich alles okay. Also man könnte sogar meinen, es geht noch tiefer. Aber es ist einfach kein Federweg mehr da. Also es geht einfach nicht tiefer. Das ist wirklich einfach das Maximum. Mehr geht nicht. Was halt natürlich doof ist, also so ein Radwechsel hinten ist jetzt natürlich auch ein Ding der Möglichkeit. Ja, mach's ruhig aus. Wir machen sie gleich wieder an. Ich suche nur gerade Leerlauf. Ist der Leerlauf? Ja, müssen sie doch eh anschieben. Achso, ja, wir müssen sie ja sowieso anschieben, weil ich habe halt ein bisschen Scheiße gebaut, weil also sagen wir so, normalerweise Karre 51-1 absteigen nach rechts, ne, um den Ständer zu benutzen. Da hat sich gedacht, ey Leute, das ist total scheiße, also Karre 51 absteigen nach links. Und ein Seitenständer. Problem ist nur, der Seitenständer, wenn ihr das so seht. Also wenn du jetzt die Kupplung ziehst, dann kannst du den Kicker auch langsam runterdrücken. Ja, das ihr nämlich so seht, hier, seht ihr das? Da wurde mal wieder hardcore gefuscht, da hätte ich jetzt fast gesagt. Ja, das Ding ist, wenn der richtig oben wäre, mach nochmal. Wenn der richtig. Ich halt den hoch und du kickst. Okay. Also, na, das ist quasi ganz knapp. Ganz knapp, okay, es ist knapp. Sagen wir es so. Die Geschichte dahinter ist, ich habe noch einen anderen, also ich habe noch, der richtige ist jetzt nicht dran. Der ist mir beim Biegen abgebrochen, habe ich jetzt geschweißt. Und jetzt mache ich das nochmal woanders hin. Aber ihr wisst ja, Zeit und naja. Ja. Hier seht ihr das jetzt schon mal. Also die steht ja jetzt eigentlich nur so ganz minimal schräg. Und es ist jetzt schon nicht mehr viel Platz. Beim Auspuff, ja. Beim Auspuff, also wenn man... Also wenn man in eine Kurve richtig reingeht, dann schleift er hundertprozentig. Ja, also da ist echt nicht viel Platz. Ja. Was man jetzt auch nochmal zeigen kann, der Ständer ist ja Originallänge. Da sieht man mal, was die Schwalbe runtergekommen ist. Ja, weil normalerweise hast du ja so einen Zentimeter. Hast einen Zentimeter, genau. Ja, und hier ist jetzt... Also im Prinzip hat man es ja normalerweise so wie bei der S51. Das Vorderrad steht auf und das Hinterrad kriegt man halt keinen Fuß so richtig drunter. Ja, wirklich minimal, 2-3 Zentimeter. Und hier ist jetzt... Und hier ist...
Also das Vorderrad wechseln wird wahrscheinlich geil sein jetzt in dem Zustand. Vorderrad wechseln wird geil. Hinterrad ohne Hebebühnenkante. Aber ich sag mal so, wenn du zu zweit bist, hast du jetzt natürlich den kleinen Vorteil. Du hast deine Hebebühne quasi immer dabei. Das stimmt, aber du wirst das Rad da nicht. Ach, das ist ja schwierig. Ist egal, aber. Hey Leute, schreibt mal in die Kommentare. Aber ich sehe, ach nee, du könntest sie jetzt noch ein bisschen straffer und ein bisschen höher nehmen, ne? Nee, dadurch wird sie nur straffer, nicht höher. Also die Höhe kannst du nur für straff. Das werde ich hinten auch machen, weil ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast. Ab und zu schleift sie leicht. Und um das wirklich aufs Maximal auszureizen, werde ich hinten nochmal festdrehen. Das Problem an der Geschichte ist, wie du feststellen wirst. Musst du den Panzer dafür runternehmen. Du kommst nämlich nicht an den scheiß Dämpfer ran. Ja. Oh Leute, ich bin nochmal hier. Lass mal zwei. Aua, ist mir auf den Fuß gefallen. Ja. Der Ständer ist wirklich gefährlich, du musst mal aufpassen. Ja, wir wollen sie jetzt auch nicht umschmeißen. Ansonsten dazu zu sagen, zu dem Moped an sich brauchen wir jetzt erstmal nichts mehr, weil wir haben sie ja schon mal begutachtet, das gute Stück. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt nochmal eine kleine Runde. Was wieder jetzt total wild ist. Ich hoffe, ich habe den ersten Gang auch drin. Ja, es tut mir leid. Ich flicke das, aber ich war halt erstmal froh, dass es einigermaßen wieder läuft und rollt. So. Das ist jetzt wieder die Frage, wie startet man eine Schwalbe? Richtig, anschieben. So. Läuft doch wie ein Bienchen, das hier ist. Wie ein Bienchen. Also auf jeden Fall ist jetzt, selbst für kleingebaute Leute. Also für kleine Leute ist das jetzt top eigentlich. Jetzt tipptopp, also du hast nicht das Problem, dass du mit den Füßen nicht runterkommst. Nee, also das ist so eigentlich jetzt, Von der Höhe her top. Also das Ding ist ja, du bist ja auch vorher gefahren. Und ich habe gesehen, hinten waren keine richtigen Schwalbestoßdämpfer verbaut. Keine Ahnung, irgendwas haben sie da gefuscht, weil die waren einen Tick höher wie original. Also ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast damals. Du hattest schon echt Probleme, dass du gerade stehst so. Ja. Und ja, ist halt, keine Ahnung. Ich sag mal so, wenn du ein kleineres Mädel hast, ist es halt ein bisschen schwierig. Ja. Also, wie hältst du das jetzt eigentlich hier mit deinem. Muss mal das Data-Feeling genießen hier? Oh, das sieht aber. Ich dachte mal, das sieht voll dumm aus von hinten, aber das sieht eigentlich voll geil aus. Ja, aber das Problem ist jetzt wahrscheinlich, wenn du jetzt wirklich damit in die Kurve fährst. Das sieht gar nicht so dumm aus, wie ich immer dachte, Alter. Nein, das sieht überhaupt nicht dumm aus. Das ist ja voll geil. Das ist voll die tiefe Schopper-Schwalbe jetzt. Okay, dann bleiben, weil ich bin nämlich gerade überlegen, ob ich sie dran oder abbaue, wegen dem Ständerproblem. Weil streng genommen würde da mein Ständer links recht gut hinpassen. Aber ich denke mal, ich kriege auch beides dran, wenn ich das will. Ja, das könnte sein. Läuft die jetzt eigentlich schon wieder ohne Schock oder soll ich lieber drinnen lassen? Boah, keine Ahnung, soweit könnte ich selber noch nicht testen. Also eigentlich läuft sie ohne Schock. Eigentlich. Ja, wir können ja hier jetzt auch drehen. Ja, wir drehen jetzt hier auch. Ey Leute, das ist heute wieder das Wetter des Grauens. Ja, ansonsten, also zwei, drei Optimierungen kommen jetzt noch. Ich will noch das Postlogo nochmal optimieren mit anderer Folie. Plus, es soll vorne nochmal, da weiß ich halt auch noch nicht. Entweder soll Tiefflug, Tiefgang oder, was ich vom Arbeitskollegen jetzt aufgeschnackt habe, Tiefflieger. Ja, Tiefflieger hat er noch gesagt. Das wäre auch nicht schlecht. Die gut, Tiefflieger würde ja zur Schwalbe passen. Ja, das ist es halt. Ne? Das wäre halt immer mit Fliegen und Schwalbe, das ist schon eine geile Kombination. Ja, das auf jeden Fall. Also, trotzdem, ich muss ja ganz kurz nochmal hier Resümee fassen. Ich mit meinen Quadratlatschen bin natürlich hierfür ein bisschen zu groß, aber na gut. Fahrtechnisch. Ne? Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, okay, wo ich mal Probe gesessen habe bei dir, das kannst du eigentlich wahrscheinlich gar nicht mehr fahren, so vom Gefühl her, weil null Federweg, gar nichts. Aber ich bin eigentlich absolut erstaunt, wie
Also so die Straße hier geht echt gut. Aber natürlich, wenn ein Schlagloch kommt, das ist echt unangenehm. Ja, wir wollen das jetzt auch nicht weiter probieren hier. Also ich denke mal, was auf jeden Fall vielleicht noch kommt irgendwann. Ich denke mal, durch die Sitzbank kann man ja auch viel rausholen, weil es reicht ja, wenn der Arsch federt, auf gut Deutsch. Ja. Und ja, ansonsten, ich hatte ja zum letzten Mal, wo du gefahren bist, die Bremsen einmal durchoptimiert. Das wirst du wahrscheinlich jetzt auch schon gemerkt haben. Sie bremsen. Ja, die ziehen auf jeden Fall besser. Ja, weil ich glaube, beim ersten Mal, da konntest du beide durchtreten und du wurdest halt nur langsamer. Oh, Scheiße. Ja, das war jetzt zum Beispiel so ein Hucke, wo du dir denkst, so, ist nicht so geil. Nicht so geil. Also für Highways ist das natürlich jetzt tipptopp, ne? Dann die Fußrasten raus und dann wieder schön hingegrußt, ist alles gut. Also ich kann auf jeden Fall sagen, für alle, die es nachmachen wollen, wer wirklich alles haben will und weiß, es ist ein Zweitfahrzeug, was du wirklich nur fährst, wenn du Bock hast und Laune, dann macht so, nehmt die tiefen Stoßdämpfer, alles cool. Ja, auf jeden Fall. Das sind jetzt 7 cm minus. Ansonsten, wenn du die wirklich daily fahren willst, dann nimm die 5 cm Variante. Das ist zwar immer noch knochenhart, du hast aber Federweg, du setzt definitiv nicht auf und kannst halt ganz normal wie vorher auch fahren. Also ja, auf jeden Fall. Ja, das wäre mir für Daily auf jeden Fall zu tief. Ja, also es kommt halt auch drauf an, ich meine, vorne schleift es gar nicht. Also vorne ist echt top, hinten schleift es ab. Obwohl es bei mir jetzt noch nicht geschliffen hat. Ah, okay. Bei hinten schleift es bei mir ab und zu, aber gut, ich wiege halt auch noch mal ein paar Kilo mehr wie du. Du wiegst 3 Gramm mehr wie ich, ja. Ja, ist auch egal wie viel am Ende. Deswegen hatte ich schon kurzzeitig überlegt, hinten vielleicht doch nur die 5 cm Variante einzubauen. Aber ich will schon gern hart, also... Ja, ich weiß auch nicht, vielleicht nehme ich auch doch noch dieses Spritzschutzblech weg. Dann habe ich ja noch mal 2 cm Federweg, der dann reichen würde, damit es wirklich optimal ist. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, weil wenn es so ab und zu mal kurz schleift, dann könnte das auch einfach sein, dass die 2 cm reichen. Du wirst den Tank wahrscheinlich gar nicht erreichen. Ja, oder man tut halt die Feder 1-2 Stellung härter stellen. Aber dann könnte es halt wirklich sein, dass es wirklich viel, viel, viel zu hart ist. Es fährt sich dann wie eine Rüttelplatte wahrscheinlich. Ich Idiot, habe halt den Fehler gemacht. Ich habe halt den Panzer alles draufgebaut, fertig und bin dann meine Testrunde gefahren. Ich hätte ohne Panzer fahren sollen, dass man erstmal gucken kann, wo es genau schleift. Weil ich sag's mal so, man kann das Schutzblech ja auch ein bisschen noch eindehnen. Also so ein Zentimeter ist ja bei der Nummer viel, viel wert. Ich wollte gerade sagen, da ist ja jeder Millimeter, den du irgendwo gewinnst, der macht ja über Sieg und Niederlage aus. Ja. So, dann haben wir es auch schon wieder für heute. Ja, dann haben wir es für heute. Ja, Leute, auf jeden Fall ein absolut geiles Teil. Vorhin jetzt so tief, ist es noch geiler. Wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr mehr von den Videos sehen wollt, schreibt es mal in die Videobeschreibung. Lasst ein Like und ein Abo da. Schaut auch mal bei Datta auf den Kanal vorbei, weil da seht ihr, wie er dieses Gerät umgebaut hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in einem der nächsten Videos auf diesem Kanal. Tschüss, haut rein, macht's gut und ciao. Ja.